Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser spielt Minecraft, der Let's Play, in dem wir das Sägewerk weiterbauen wollen. Wobei, wollen wir das heute überhaupt? Ich meine, ich habe gesagt, wir wollen am nächsten Dienstag weiterbauen. Jetzt ist ja quasi Dienstag. Okay, für euch jetzt. Für mich ist noch Sonntag. So wird das hier mit dem Sonntag nichts mehr. Jetzt ist nur die Frage, mache ich das hier fertig? Lass mal eben gucken. Ich brauche die, die anderen Steine brauche ich auch noch. Wo habe ich die denn gelassen? Haben wir hier drin? Nee. Da muss ich die eben daraus formen. Guck mal. Warte mal, stopp. Viel zu viele. Wir brauchen da nur 4 Stück von. So sind 4. Die 4 Steine ziehen. So, die. Scheiße, Dreck. Kekse, du hast hier nicht aufgepasst. Mann, die kannst du direkt wieder in die Kiste tun. Die braucht noch keiner. Nochmal 4. Pass auf. 1, 2, 3. Ah, nee, warte mal. Da brauche ich ja nur 2 wahrscheinlich, weil das ist ja doppelte. Nee, doch nicht. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall die 4, die ich haben will. Drückt doch nicht immer auf die Knöpfe rum hier, Mann. Da wird einem ja ganz kirre von. Habt ihr den auch gehört? Nein, den habt ihr nicht gehört. Das ist gar nicht schlimm. Da war auch gar keiner. Da gab es nichts zu hören. Ich möchte mal eben kurz hier den Umweg hier rüber. Dann komme ich besser auf die Seite dran. So, pass mal auf. Den dahin und jetzt kann ich den dorthin. Ich glaube, das machen wir schon zu Ende hier. So. Können wir den da hinsetzen? Das kriegen wir hin, oder? Jetzt müssen wir da. Nicht zu schnell. Schön langsam und ordentlich. Das soll ja hier was Vernünftiges werden. Nicht nur so ein Gerumsel. Das Gerumsel machen wir jetzt hier weg. Oh, ich glaube, da baue ich wieder ein neues Gerumsel hin. Kekse, die Tasten, die hast du drauf, oder? Ich weiß gar nicht, warum mache ich das eigentlich immer noch mit den Tasten an? Kann man auch mit der Maus machen, ne? Die Maus hat so ein Wahlrad. An dem Wahlrad kann man drehen. Wieso? Ich drehe doch hier nicht am Rad. Das machen andere für mich. Manchmal drehe ich auch am Rad, ne? Nee, Kekse. Du lernst nicht dazu, oder? Okay, das machen wir weg, das machen wir auch weg. Dann kommen wir da was dran. So. Okay, das ist in Summe schon mal so, wie es sein soll. Jetzt müssen wir eben gucken, wie viele Ketten haben wir noch. Ach nee, Quatsch. Ich brauche ja erst noch die Umlenkrollen wieder. Da haben wir aber noch welche von. Guck. Ich brauche ja nur noch 2. Die mache ich mal weg, das machen wir weg. So langsam kriegen wir das hier hin. Wenn du dich eventuell darauf konzentrieren könntest, das hier fertig zu kriegen, so, dann wäre zumindest diese Seite. Oh, das sind ja noch keine Sägen. Ja, ist auch viel zu gefährlich, wenn die Sägen da schon wären. Würde ich ja drüber laufen. Nee, das will ja keiner. So, ich hatte genau das Problem, dass ich. Doch, Schwarzeichenschamm habe ich noch. Nö, so, den muss ich jetzt. Lauf doch mal geradeaus hier. So. Gucken, bis dahin. Bis dahin ist okay. Hier muss noch ein bisschen Platz geschaffen werden. Hier muss ja noch ein Lager hin für Frischholz. So. Oh, das ist ein schwebender Balken, ne? Den sollten wir nicht so lange schweben lassen, sonst bricht der irgendwann durch. Sonst bricht der irgendwann durch, wenn er zu lange schwebt. So, guck mal, jetzt schwebt er nicht mehr. Jetzt hängt er an der Kette. Dann können wir jetzt endlich die Sägen hin tun. Wo? So, wir machen erst so rum und dann so rum. Ja, genau. Die. Haben wir 3 oder 4 immer? Habe ich da mehr? Oder habe ich da auch nur 6 Sägen? Ja, nochmal genau hinzählen. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Das sind 6. Ja, Kekse, wir zählen ganz klein Vorteil. Ich habe auch in anderen Sägewerken schon mal 8 Sägen gehabt. Vielleicht habe ich mich daran jetzt erinnert. So, hier haben wir nur 6. Reicht auch. Vollkommen. So, aber damit das hier, damit da keiner dazwischen rennt, der da nicht hingehört, sichern wir das hier vorsichtshalber ab. Nicht, dass da so ein Kekse meint, er könnte da mal eben dranlaufen. Das ist gar nicht gut. Jetzt kann man da langlaufen. Guck mal, so. Jetzt, Finger weg. Nicht die Finger zwischen den Sägenblättern. Das wollen wir nicht. Es gibt Sachen, die wollen wir definitiv hier nicht sehen. So, also, die Fertigungsstraße ist quasi fertig. Jetzt kommt noch eine hier hin. Die kommt allerdings ohne diese schweren Geräte aus. Das ist eine normale Sägestraße. Wie viel haben wir denn noch? Oh, wir haben gar nicht genug Sägen dafür. Ich meine, da steht ja noch eine, die könnten wir ja zum Beispiel auch benutzen. Und wir haben hier noch ein paar Steine. Und lass mal eben gucken, da habe ich auch noch ein bisschen Eisen. Ganz klein wenig. Ach nee, Quatsch. Da kommt ja gar kein Eisen hin. Doch, da kommt wohl Eisen hin. So, jetzt haben wir 5. 9. Das ist jetzt nicht so, wie ich das haben wollte. Ich brauche mehr Steine. Ich brauche definitiv mehr Steine. Ich muss ohnehin einiges an Steinen besorgen, damit ich wieder aus dem Bruchstein auch Steinziegel machen kann. Vielleicht sollten wir uns mal in die Höhle begeben. Na, was? In welche Höhle? Das
das ist wirklich eine Idee. Weißt du was? Ich glaube, wir parken mal ein paar Sachen dazwischen. Hier, wenn wir da wieder da 6 haben wollen und da 6, dann braucht man definitiv mehr. Ich glaube, ich packe das mal eben in die Kiste. Oh nein, dieses Gift ist leider nicht in der Kiste. Das Material lassen wir mal eben kurz hier. Warte mal. Nee, so eine Wanderwerkzeugkiste können wir vielleicht brauchen. Das Holz lassen wir hier. Das ist nicht so wichtig, wenn ich das verlieren sollte. Das Eisen sollten wir, oder die Gitter sollten wir hier lassen. Smaragde. Smaragde sollten wir auch lieber hier lassen, genau. Ich höre schon wieder Stimmen, oder? Haben wir genug Fackeln? Das ist nicht so viel Fackeln. Lass uns mal eben noch ein paar Fackeln zaubern. So, da haben wir noch ein paar Stäbe und da noch ein bisschen Kohle. Und siehe da, das ist einiges mehr an Fackeln. Das ist sogar eine Fackel zu viel. Die Kohle würde ich jetzt gerne hier lassen. Na, ist auch egal, komm. Lass uns... Hier war noch eine Höhle. Die hatte ich ja ein bisschen zugebaut, damit da keiner so reinläuft. Ich weiß noch nicht. Ups. Das haben wir eine blöde Stufe hier. Das muss anders. Das muss definitiv anders werden. Aber wir können ja hier zumindest schon mal ein bisschen was an Stein wegnehmen und überlegen, ob wir die weiter ausbauen. Oder einfach nur ein bisschen von dem Zeug hier mitnehmen. Ich meine, das ist jetzt hier nicht so tief. Das weiß ich. Hier wird auch nicht Gott weiß was zu finden sein, oder? Die Frage immer, wonach man sucht. Oh, nach Dunkelheit kriegt er. Nach Dunkelheit suchen wir. Siehst du? Schon gefunden. Oh. Das war aber so jetzt nicht gewollt, oder? Hat doch jemand Kies nötig? Ich habe da gerade ganz spontan was gefunden. Und nicht nur ein bisschen. Da ist noch ein bisschen mehr. Wir nehmen das jetzt auch eben weg. Wer weiß, wo... Oh, guck mal, Kekser. Hast du Kohle gefunden? Ja? Gar nicht gesucht und trotzdem gefunden. Dann nehmen wir das auch mit. Ich mache mal ein bisschen Beleuchtung hier rein. Wie viel ist denn dahinter? Kann man das gebrauchen? Das kann man super gebrauchen. Kohle können wir immer gebrauchen. Kohle. So. Ich hätte den. Oh, das stimmt. Ich kann natürlich auch mal eben bei den Villagern vorbeischauen, ne? Bin ich ja jetzt seit letzter Woche auch nicht mehr gewesen. Dann sollte ich zumindest mal vorbeischauen, wie denn die Lage da ist. Noch Betten frei sind. Nee. Nicht noch mehr Betten schaffen. Die sollen sich jetzt gerade nicht so vermehren, sonst habe ich nachher keine Berufe mehr für die. Das wäre nicht so gut. Das Kies lassen wir da. Hier, das nehmen wir weg, damit wir da vernünftig durchlaufen können. Ist ja noch was. Was ist denn ein Gerumpsel hier? Wer will das denn so haben? Das sieht ja unordentlich aus. Nee, so nicht. Jetzt hab ich da mal Platz für. Das weiß ich nicht so genau. Das weg. Ja, das können wir da oben lassen. Das sollten wir so machen. Ich verglaube. Oh, eine dunkle Ecke in der Höhle. Keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Das machen wir sofort wieder weg. So, nicht, dass da irgendwas spawnt, was uns dann hier begrüßen will. Und das wollen wir. Ich mach das nochmal eben ein bisschen gerade. Ich weiß noch nicht wofür. Sie zieht einfach nur sauberer aus. So. Die Ecke nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir genug Steine wieder mal, die wir wurzeln können. Schön ist das hier immer noch nicht. Das soll auch nicht schön sein. Ich wollte ja nur mal eben kurz gucken, was hier noch so rumspawnt. Nee, hier soll nicht spawnen. Das hast du falsch verstanden, Kekse. Hier nicht. Trotzdem lass ihn mit. So. Die Frage, ob wir hier eine unterirdische Abkürzung bauen können. Ja, ich höre die Villager. Mal gucken, wo wir genau auskommen. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so genau sicher. Wisst ihr den Weg? Im Zweifel kennt ihr mehr meine Schrecken als ich selber. Das ist kein gutes Zeichen, Kekse. Das solltest du so nicht hinnehmen. Solltest du dich hier auskennen. Ja, das ist wohl wahr. Oh. Da unten war ich schon mal. Guck mal. Und hier war auch noch jemand anders. Vielleicht sollte man trotzdem eben ein bisschen ausleuchten. Da ist doch Kohle. Brauchen wir da gerade Kohle? Nee, haben wir gerade mitgenommen. Wir wollten eigentlich nur ein paar bisschen glatte Steine haben. Okay, hier komme ich aber doch nicht zu den Villagern direkt. Wo geht's denn hier nochmal lang? Hallo, Kekse. Ist das wirklich so gewollt, was du da gerade machst? Oh nein, Mini-Zombie. Was machst du denn? Schmeiß das Schwert weg. Schwert weg. Oh, kann er schwimmen? Der kann nicht schwimmen, oder? Pass auf, da brauche ich ein Foto von.
Bitte lächeln. Okay, genug gelächelt. Wir wollen ihn auch nicht foltern, oder? Nein. Ich wollte ihm noch Schwimmen beibringen. Hat nicht ganz so gut funktioniert, glaube ich. Wir sollten auf jeden Fall hier hinten auslösen. Wir hatten... Ich habe nicht geguckt. Oder? Habe ich doch ein bisschen geguckt. Wenn ich jetzt schielen würde, dann hätte ich geguckt. Komm, ich mache dir mal den Weg frei, Junge. Da kannst du ja viel besser raus hier. Du sitzt ja einfach hier fest. Das kann ja nicht sein, oder? Arme Endermann. Wie war das? Haben wir noch Eisen gesucht? Ich habe vorher auch noch Eisen gefunden. So, pass auf. Nicht, dass er das Eisen nachher mitnimmt. Das wäre nicht so gut. Nicht dazwischen laufen. Was soll denn der Quatsch? Mann, so kann ich hier noch nicht arbeiten. Also ehrlich, das sind ja manchmal Gestalten, die hier rumrennen. Wer hat die eingeladen? Wer hat sich das ausgedacht? Fixe? Du nicht, ne? Nee. So kreativ bin ich nicht. Okay. Jetzt habe ich einen Endermann im Nacken, oder? Bestimmt einer von der Bauaufsicht. Ich bin mir nicht so sicher. Hat der mich angeschubst? Ich gucke ihn nicht an. Der will ja an die Sachen ran. Also, nee. Jetzt dränge dich doch nicht vor. Was wird das denn hier? Also ehrlich. Hä? Du brauchst sowieso kein Eisen. Du rennst immer mit den Erdblöcken durch die Gegend vorbei. Letztens habe ich einen gesehen, der hatte eine Blume in der Hand. So gesagt, kann ich das Eisen einsammeln? Das wäre doof. So, wenn ich mich jetzt hier irgendwo hinstelle, geht doch mal auf Seite. Der geht mir auf die Nüsse. Pass auf. Gegen Endermänner, die mir auf die Nüsse gehen, habe ich eine Lösung. Die nennt sich Diamantschwert. Oh, guck. Jetzt gucke ich ihn an und er merkt es noch nicht mal. Das ist ja doof. Guck, ich habe dich angeguckt. Komm her. Ja, schrei hier nicht so rum. Komm her. Stirb. Und gib mir eine Perle. Oh, au. Wie kommen wir denn hier ran? Oh, da ist die Perle. Kann mal jemand das Geknatsche hier ausmachen? Das braucht jetzt keiner mehr. So. Wieso? Haben wir eine Erdnerperle? Das ist auch noch Eisen. Wie gesagt, du warst hier noch nicht so großartig, oder? Hast immer nach Höhlen gesucht, wo wenig Eisen ist. Und jetzt? Da haben wir Eisen in der Nähe. Und hast es nicht gemerkt. Da ist noch mehr Eisen. Guck genau hin. Ja, ist ja gut. Dann nicht im Arsch auf zu mir. Tut mir auch weh. So. Das nehmen wir mit. Weißt du eigentlich noch, was du tun wolltest? Ja, eigentlich wollte ich an einem Sägewerk weiterbauen. Das macht es ein bisschen dunkel hier. Lass uns mal eben das hier dann gerade ziehen. Das auch gerade ziehen. Können wir hier vernünftig durchlaufen wieder. So mehr oder weniger. Du musst es nicht ganz glatt machen. Nicht ganz glatt. Das reicht. Mann. Ich weiß gar nicht, wie viel Kies haben wir überhaupt noch im Lagerhaus. Das solltest du vielleicht mal genauer nachschauen. Hier ist keine Kopffreiheit. Das muss weg. So, dann kann ich das Eisen da vorne noch mitnehmen. Das machen wir auch gerade hier. So. Das auch weg damit. So, ist da noch mehr hinter? Ja, guck mal. Mann, das hat sich ja gelohnt. Für einen kurzen Abstecher mal eben kurz in die Höhle zu gehen, finde ich das gar nicht so schlecht. Dafür, dass wir einfach nur ein paar andere Steine haben wollten. Das reicht auch. Das reicht auch vollkommen. Das nehmen wir mit. Wenn ich den jetzt abbaue, dann läuft das Wasser hier weiter rein, ne? Die Frage, ob wir mal eben kurz einen Blick in die Richtung werfen. Nur ganz kurz. Oh, da ist noch Kohle. Okay. Ich leuchte mal eben hier oben raus. Da oben ist Nacht. Oh, guck dir das an. Da ist ja mal richtig Kohle. Und ein Ei drauf. Erna? Die Erna auf die Kohle aufgepasst. Wann sind wir denn? Das habe ich noch nie gesehen hier oben. Oh, Sternenhimmel. Noch mehr Kohle. Nehmen wir das jetzt. Hier komme ich ja nicht hoch. Wer hat denn die Treppe gebaut? So kommt man hier nicht durch. Das geht nicht. Mehr Kohle. Und noch mehr Eisen. Okay, pass auf. Das Eisen, das nehme ich jetzt noch mit. Dann mache ich mir aber hier einen Cut, oder? Das ist... Oh, guck dir das mal an, wie viel Eisen dahinter steckt. Das ist ja einiges. Das lohnt sich ja richtig. Du solltest das vielleicht auch einsammeln. Nur so als Idee. Ja, blub. Mal eben gucken, wie viel Kohle habe ich denn jetzt? Kann ich so einen Stack noch voll machen? Ja, vielleicht. Bing. Brauche ja noch ein paar Erfahrungspunkte, damit wir ein bisschen mehr verzaubern können. Ich könnte auch mal wieder zur Monsterfarm gehen, ne? Das Hanna habe ich letztens auch noch reingeschrieben. Ich sollte mal wieder ein paar XP sammeln. Ja, aber ich möchte doch erst... Das geht ja dahin noch weiter. Das hat ja keiner gesehen hier. So, aber wir wollen doch erst das Sägewerk fertigstellen. Wollen wir das wirklich? Ja, doch, das wollen wir schon. Weil danach können wir ja was anderes bauen. Also ein bisschen drumherum muss ja noch gestaltet werden. Ein Lagerplatz für das Holz und so. Hast du das gehört? Ne, ich habe nichts gehört. So, das mache ich noch ein bisschen
Radar hier und das machen wir wieder so. So viel Stolperfallen brauchen wir hier gar nicht. Wir haben genug Steine eingesammelt. Ich gehe jetzt mal langsam zurück. Ich glaube, ich möchte eben kurz was schnabulieren. Jam, 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 jam. Oh. Ich habe gedacht, ich gehe nach draußen. Jetzt bin ich mir mal nicht so sicher. Draußen ist noch ein bisschen dunkel, ne? Ich möchte mal eben kurz wissen, wo ich denn hier auskomme. Wenn ich denn bis nach oben komme. Mhm, du kommst hier nicht rein. Oh, oh, aufpassen, nicht, dass einer von oben kommt. Ich glaube, ich bleibe einfach hier bis nächsten Donnerstag. Ja, genau. Freue mich ein bisschen mit Erna an. Wir haben noch schon lange nicht mehr miteinander gequatscht. Das machen wir aber jetzt ohne euch. Ich erzähle euch vielleicht nächsten Donnerstag, was Erna so zu erzählen hat. Wenn ihr wissen wollt, was Erna so zu erzählen hat, dann kommt doch einfach wieder vorbei. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein und Schüps mit Ups. Komm, Erna, hau raus, erzähl! Ja, die anderen sind gleich weg, die hören nicht mehr zu. Bis dann, ciao.